So, hallo Leute, willkommen zurück. Elf Leben, Aquatic Ruin Zone, Akt 1. Cheater. Wie kann das sein? Wir haben doch vor uns aufgehört. Egal. Ja, ja, ich mach schon wieder Sinn, Scheiß. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder in die Stage reinkommen, weil ich hasse diesen Level wegen den Pfeilen, wegen den Robotern, die ordentlich nerven können. Ja, Badnik überall. Und wegen der akuten Saufgefahr. Naja, nicht akut, ja, aber akute Saufgefahr ist jetzt wirklich übertrieben. Gab es ja auch irgendwo einen Punkt, wo es bodenlos war? Ich glaube ja, ne? Ja, es gibt ein paar Punkte, wo es bodenlos ist. Der bodenlose Frecher, das stimmt halt auch. Ha, der war gut. Not. Naja. Man muss sich hier echt ins Zeug legen, wenn man genug Ringe haben will. Tja. Also das Ding jetzt aktiviert? Nee, ne? Noch nicht. Aha. Die Säule respawnt, glaube ich. Ja, die Säule respawnt. Scheiße. Das habe ich voll vergessen. Seht ihr schon das erste, was ich nicht gut. Da! Ja, das somit hat sich dann den das erstmal. Level lasse ich, den Level lasse ich. Ich glaube, wenn du auf den Emerald aus bist, kannst du neu starten. Dummerweise gibt es in diesem Retro-Spiel keinen Neustart des Levels und das mache ich auch nicht. Mir reicht schon, dass ich selbst jetzt brauche, um die Emerald zu kriegen. Wir waren bei 5, ne? Immer noch. Ja, 5. Wo wurdest du getroffen? Mitten im Looping drin, da ist ein Vieh aufgetaucht, glaube ich. Ich dachte, trotz Schild wird man auch gut gebrochen, wenn man getroffen wird. Hm, anscheinend doch nicht. Na, na, na. Hier geht's auf jeden Fall runter in die Unterwasserebene. Sie ist gefährlicher als Atlantis. Aber hier gibt es natürlich auch wieder die berühmten Luftblasen, die erst im letzten Moment auftauchen. Ich glaube, wir kennen das. Nicht so gut. Ja, aus der guten alten Labyrinth Zone. Ah! Ich hätte sie nicht erwähnen sollen. Das bringt Unglück. Und da war ein Schild. Oh. Ja. Hätte sie echt nicht erwähnen sollen. Wupp, wupp. Boah, nee. Ich glaube, diese mache ich durch. Ich bin ja. Ich bin in der Hilltop so viel besser als in der hier. Die kommt doch direkt danach, ne? Oder. Nein, nee, Quatsch. Casino Night kommt erstmal. Ja, Casino Night. Das dürfte, glaube ich, Zone 4 sogar sein. Casino Night, dann Mystic Forest. Nee, Mystic und Forest dann kommt nach Hilltop. Also, oh. Ja. Ja, okay, aber Casino Night kommt jetzt nachher mal. Danach kommt, glaube ich, Metropolis. So, und an der Stelle dieses Level 2 kommt nie gut. Anfang. Ja, Metropolis ist so ziemlich. Das ist die letzte Zone. Ah, nee, Metropolis ich hat rolle hier einfach durch. Metropolis hat 2 Acts, ne? 3. Als einzigster, ne? Ja, Luftblasen, Luftblasen, Luftblasen. Ja, Luftblasen und da war ein Pfeilshooter. Ah. Wieso wusste ich, dass das passiert? Es ist ja schlimmer als in das Crab Brain Zone 3. Ja. Hier wird man penetriert von Robotern, das mitten im Spiel. Umdrehen sich wieder diesen Countdown of Doom. Aber der ist weg gewesen, weil die Luftblasen auf sein waren. So. Hier weiß ich Gott sei Dank, wo ein Leben ist. Als hättest du nicht schon genug. Obwohl, Leben sind schon lange drauf. Du kennst Metropolis. Du weißt, wie scheiße. Ja, ich kenne auch Sky Fortress, was direkt danach kommt. Sky Chase eigentlich, aber ey. Ja, der gut Sky Chase. Scheiß auf den Emerald, wir machen jetzt Eggman platt und das ist so übel zerfällt. Ey, du schummelst! Schummeln? Direkt ab. Ich nutze nur die Bugs des Spiels auf, was nicht. Das heißt, Bug. Das Dumme ist. Auf die Turm.
Eggman blinkt so und blinkt viel zu lange, als dass man da unendlich lange auf ihm rumhopsen könnte. Tja, da haben sie schon was dabei gedacht. Naja. Ich hab so noch einfach hier anzuhängen. Egal. Ja, das bei Casino Night musst du dich oder selbst kaputt hauen oder so. Nee, Casino Night ist noch viel schlimmer. Bumper? Ja, nicht unbedingt die Bumper sind, sondern viel eher der Boss. Entweder kommt er, um die zu greifen, oder er wirft eine Bombe, dessen Sprengteile, wenn sie gelandet ist, immer noch wehtun. Ja. Meine ersten Versuche bei dem Boss gingen dabei unter, die ganze Zeit hin und her zu rollen und dann mit dem Schwung des Sprungs ihm einen Schlag zu versetzen. Dabei brauchst du echt Können. Und wir sind hier, wie du gesagt hattest, in der Casino-Zone, wo es Ringe regnet. Ich weiß, ich bin zu spät dran. Ja, das genau, das Team war so, das war so. Die Musik ist so, du warst nur an der falschen Stelle. Wenn man auf so einem TV landet, oder auf einem Roboter, dann fliegt man mit genauso viel Schwung wieder hoch, wie man gelandet ist. Das will ich jetzt mal probieren. Oh, bounce back. Bloom, Tatsache. Abwärts! Nö! Es ist nicht mein Tag! Was habe ich sie geliebt, die Bonus-Zones in Sonic 3? Blum, 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 blum. Alter, ich hab null! Was gibt denn einem nochmal Jackpot, Jackpot, Jackpot? Ich glaube, es gibt da einen 100-Ringer. Yep. Wenn man es mal hinbekommt. Bar gibt ja sinnloserweise nur 5, glaube ich. Ja. Obwohl es eigentlich der zweithöchste Wert sein soll. Jackpot, Ring, Tails. Jackpot, Ring. Ah, du brauchst mindestens zweimal das gleiche Symbol, glaube ich, damit es was gibt. Ja. Ich würde nicht zu lange an diesen Minispielen hier verbringen. Warum? Time out. Klingt komisch, aber das hatte ich in Casino Night des Öfteren mal. Ja, das klingt nicht unbedingt komisch. In den Sonic 2D-Spielen geht es immer so ein Zeitlimit von 10 Minuten. Ich weiß noch, wie dir das in Sonic 3 passiert ist. Ja, Sandow Palace. Lag aber auch nur dran, dass ich nach Emerald Verstecken geguckt habe. Ja. Du hast nach Emeralds gesucht, ich brauch bloß Ringe. Hier gibt's diese stylischen Aufzüge. Ja. Die einen mal ebenso zu 10 Ringen führen. Oder gar noch mehr. Ah, und die Bumper-Roboter. Oh. Die hast du nur platt gekriegt, wenn du von der falschen Seite kommst. Ja. Ich drück mal Quetschungsgefahr. Nö, aber Quetschungsgefahr gibt's ja nicht. Die lassen nur Platz, die Dinger. Allerdings komme ich nicht hoch genug. Das ist mies. Ja. Der normale Sonic kann jämmerlich hochspringen. Ja, Super Sonic springt ja, naja, fast doppelt so hoch. Nee, nicht doppelt so hoch. Der springt wohl ein gutes Stückchen höher, aber nicht doppelt so hoch. Betreiben wir es nicht. Yay! Und. Soll ich noch Ringe holen, glaube ich. 9 Stück. Ja. Stell dir vor, was ich gerade versuche zu tun. Nein! Lücke! Hält sie auf, Bremsgeräusche zu machen. Man kriegt da Punkte, ich frage mich wofür. Für Ding Continue und Leben durch Punkte. Ja. Oh. Haha, Leben. Warum das war? Da drin oder was? Ja. Nee. So, jetzt ein Checkpoint, jetzt ein Checkpoint, jetzt ein Checkpoint. Oder ein Badnik, der das Ganze wieder zunichte macht. Ja. Ich bin echt böse, dass ich sowas auch noch heraufbeschwöre. Allerdings, das bist du. Das wissen die Leute ja. Ich bin gern böse, wenn es um sowas geht. Mhm. Auch wenn in deiner Way teilweise stand, dass du ein ganz lieber bist. Ich glaub den Braten nicht. Och, das kommt ganz auf meine Stimmung drauf an. Ich weiß aber, woran ich da gerade denken muss, wenn ich von ganz böse spreche, auf meinen absoluten Hass gegen die Zwiebel. Weil dieser eine Kampf in die CD 1 doch, da hatte ich sowas von keinen Bock mehr. Hab auf 9999 Bravery hochgemacht und dann einfach. Stirb! Arschloch! Stirb einfach nur!
So, jetzt wird das hier hoffentlich zum Checkpoint. Nein, zum zweiten Aufzug. Der nicht. Und der hier. Noch eben so. Jetzt. I want a freaking Checkpoint! Und nicht das Ende des Levels. Ja, die Zone ist nicht mal allzu lang. Die durfte nämlich. Ja, nein, ich glaube, hier ist das Ende. Ich würde hier ist das Ende. Ich hatte keine Wahl, ich war schon Ball. Ich könnte mir das nicht mehr aussuchen. Nein, du kommst jetzt? Nee, du kommst nicht mehr zurück, glaube ich. Wenn ich mich anstrenge, schaffe ich es. Nee, da oben ist nichts mehr. Ich hasse es. My only friend, the end. Schwing. Ich muss mich halt mit 7900 Punkten für diesen Level zufrieden geben. Kein Leben und kein Continue. Oh. Ich spiele mit Save States, brauchst du das nicht mehr. Sind wir oder wieder böse? Das sieht man an einem Punktestand. Warte mal, ich weiß gar nicht, war es ja auch möglich, einen 8. Emerald zu bekommen durch einen Glitch? Ich weiß. Oder beziehungsweise einen 0. Emerald, wenn du nämlich das Special Stage auswählst in Level Select. Das könnte sein, ich weiß es nicht. Auch wir sind dafür, dass ich den Code dafür eingeben müssen. Ja. Gut. So, diesmal heißt aber aufpassen. Ich weiß, es sind noch ein paar Zones bis zum Ende. Einige sogar noch, aber naja, je eher, desto besser. Ja, du meinst wirklich, man wird hier gerade nach Checkpoints um. Du meinst wirklich, man wird hier gezwungen, Super Sonic zu werden? Ich dachte, man muss auch nochmal Sprungtasten drücken. Beziehungsweise nur irgendwie. Man wird gezwungen. Ich kann dir gleich mal einen Emulator schicken. Nee. Du. Ich schau dir lieber dabei zu. Das ist doch arschig, da hast du gerade mal 50 Ringe und du weißt, es hält nicht lang. Ich glaube, der geht nur runter. Hier ist aber extremer, nein, nicht extremer Zerquetschungsgefahr, aber wenn du nicht springst, dann tot. Ach nee, der geht nicht so weit nach links, oder? Ja. Naja, so halb. Naja, so. Das ist immer so eine Sache, man kann von extremer Zerquetschungsgefahr sprechen, wenn es an Stellen ist, wo man nicht zwangsweise vorbei muss. Ja, hier ist noch eine. Da kommt jetzt auch links oder rechts irgendwo ein Checkpoint, den ich verpasst habe. Nein, hier war ich bereits. Ich glaube, in Casino Night gibt's gar keiner. Doch, hier gibt's welche. Besonders vor jedem Boss gibt's einen. Okay, na, spätestens da, insofern du da auch die Ringe hast. Ja. Bum. What? Wie habe ich das überlebt? Wie habe ich das überlebt? Eigentlich hätten mich diese Blöcke zerquetschen können müssen. Wen interessiert? Lebst noch und. So. Oh! I found him! Endlich mal. Save state. Oh.